So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stoneshard. Ja, höchstwahrscheinlich allerdings auch schon die letzte Folge, denn ich möchte ja nicht allzu viele Folgen aufnehmen. Prinzipiell, das PP-Gaming angezockt ist ja dafür da, dass wir uns einen Spielüberblick verschaffen und mal reingucken, wie das Spiel so funktioniert, wie es aussieht und so weiter und so fort. Und deswegen möchte ich da gar nicht so viele Folgen machen, deswegen vielleicht die letzte Folge, außer wir kommen gerade irgendwie weiter und dann mache ich natürlich noch eine Folge. So, wir regenerieren jetzt hier übrigens wieder. Wir sind aber noch verletzt. Und zwar Gesundheit minus 6. Sein aktueller Zustand reduziert eine maximale Gesundheit um 6%. Wir können hier gegenbessern, aber es müsste ja eigentlich auch von alleine wieder besser werden. Wir haben Hunger im Moment. Das ist das Einzige, was, wo wir was dagegen tun können. Und zwar gebratene Keule essen. So, wir haben auch ein bisschen Durst, merke ich gerade. Trinken können wir auch mal. So, dann sind wir da eigentlich wieder safe. Und wir sollten jetzt dann auch wieder steigen. Also wir sind jetzt bei 7%. Je weiter wir uns bewegen, desto besser sollte das werden. Wir sind jetzt momentan auf dem Weg zur Bastion Estra, wo wir uns ja noch mit ein paar Waffen eindecken werden auf jeden Fall und Breitwegerich mitnehmen werden und Steinpilz mitnehmen werden. Allein schon zum Essen. Und werden uns da jetzt noch ein paar Schwerter holen, damit wir die Quest für Besorge ein Falchion und Kampfhackmesser. Kampfhackmesser haben wir sogar schon. Kampfhackmesser. Und Falchion, nee, Bauernflegel. Und ein unbekannter Speer. In grüner Qualität. Sehr cool. Ich brauche aber jemanden im Dorf, der mir das identifizieren kann. Und das würde ich echt gerne machen. Vielleicht finden wir auch hier einen, wenn wir Glück haben. Müssen wir mal gucken. Und wir versuchen jetzt mal noch ein Level zusammenzukriegen. Wobei, na, es ist schwierig. Ah, guck mal hier. Er weiß noch nichts von seinem Glück, oder? Feindlich. Ebenbürtig. Ah, der weiß noch nichts von seinem Glück. Ja. Ah, jetzt. So, Dali. Ich glaube, den können wir... 99 sind wir wieder. Hit. Er bandagiert sich, er ist tot. Bauernpflege schon wieder. Oh, Kupferring. Ja, nice. Ein neuer Ring. Ein Kupferring. Heilungseffizienz plus 2%. Ja, gerne doch. Wir haben eh noch Platz. Hat sich schon gelohnt, der Ausflug auf jeden Fall. Also, das Spiel ist ein... Das Spiel ist echt cool. Ich würde es allerdings gerne spielen, also ich werde es auf jeden Fall, das könnt ihr euch schon mal merken, ich werde es auf jeden Fall spielen, wenn es nicht mehr in der Beta-Version ist, sondern die Vollversion verfügbar ist. Werde ich es definitiv nochmal spielen und auch dann als richtiges Let's Play und nochmal das Ganze zeigen. Sollte jetzt dieses PP Gaming angezockt, sagen wir mal im Durchschnitt, kann ich den hitten? Nee, kann ich. Komm mal her hier. Wir zieren gehittert nicht, oder? Ja. Ja, natürlich. Und beginnt zu bluten, rechte Hand. Geht tot. Heugabel. Haben wir was zum Verba... ich habe nichts, was die Blutung stoppt, oder? Physisch. Verursacht Schaden plus 2 Energieerreger zur Heilungseffizienz minus 30. Physisch. Ich habe nichts, was Bluten stoppt. Blutungsresistenz plus 10. Benutzen. Das stoppt aber nicht die Blutung. Ich bräuchte was, was die Blutung stoppt. Den Verband habe ich gerade schon benutzt am Kopf. Fliegenpilz. Vergiftung plus 30%. Schmerzresistenz plus 60. Okay. Ja. Das heißt, ich müsste, wenn ich Glück habe, einen Verband finden. Das wird nichts, glaube ich. Ja, uns zieht das jedes Mal Energie ab, oder? Hört das irgendwann von alleine auf zu bluten? Ich glaube nämlich nicht. Physisch bluten. Ja, das heißt, ich verblute jetzt langsam durch meine Hand und sterbe daran. Ernsthaft? Wenn ich keine Band... Ah, guck mal. Oh, wir können hier gar nicht mehr rein. Wir können hier gar nicht mehr rein. Die, weil wir die Quest abgeschlossen haben, ist das Ding zu. Ja, und ich... Ah, jetzt hat's auch... Okay, es hört irgendwann auf zu bluten. Gott sei Dank. Bitterklee. Okay, man braucht definitiv Verbände und so weiter. Wir können hier gar nicht mehr rein. Weil wir die Quest bereits abgeschlossen haben. Ich habe gehofft, dass wir hier nochmal rein können. Okay. Das heißt, wir ziehen jetzt sinnfrei durch die Wälder. Interessanter Ort. Wir können mal zum, wir gehen mal zum interessanten Ort und gucken uns das nochmal an. Ich habe die Hoffnung, dass wir vielleicht noch irgendwie Banditen finden. Ich bräuchte noch ein Schwert. Ne, beziehungsweise zwei. Er wollte drei Schwerter von uns haben, der Schmied. Dass wir die Quest von ihm abschließen können. So, wir regenerieren wieder, während wir da hinlaufen. Rhabarber. Minzwurzel. Es gibt echt so viel Zeug. So,
So, wir sind jetzt gerade hier im freien Feld und wenn wir eins weitergehen, kommen wir zu dem interessanten Ort. Cool ist auch, dass wir hier, wenn wir hinter dem Busch laufen, die Sichtlinie nicht haben. Das hier ist tatsächlich nur ein Feld. Es ist sehr, sehr cool gemacht, das Game. Und genau, worauf ich hinaus wollte, benutzt Karte. Wenn wir... Klette. Nessel. Sollte das Let's Play, also dieses PP-Game hier angezockt, mehr als 50 Aufrufe pro Folge haben, also jede Folge mehr als 50 Aufrufe, würde ich nochmal Folgen nachlegen für euch. Dann gerne, ich erreiche normalerweise 20 bis 30 Aufrufe mit einem Video. Ich bin ein sehr, sehr kleiner YouTuber, sehr, sehr unbekannter YouTuber. Das ist schon viel, 20 bis 30 Aufrufe. Für mich zumindest, für meine Verhältnisse. Sollte das 50 Aufrufe pro Folge haben in den nächsten Wochen, lege ich gerne nochmal nach. Guck mal, hier ist schon der interessante Ort. Dann kann ich nochmal ein, zwei Folgen machen. Sonst würde ich tatsächlich, ich glaube, das wird die letzte Folge. Einsiedlerhütte, neue Location entdeckt. Ah, hier, Einsiedlerhütte wird dann auch freigegeben. Cool. Todeskappe, Fliegenpilz. Ah, guck mal, da können wir rein. Ah, hier. Bitterklee. Thymian. Der Thymian. Wir haben keinen Platz für Thymian. Bitterklee. Pass. Minzwurzel, Bitterklee. Schachtelhalm. Es gibt halt... Altes Buch über Heil... Oh, cool. Leiche. Wow, okay, hat sich gelohnt. Vergiftungsänderung. Schmerzen, okay. Minzwurzel, Durst, plus 60. Beseitige die Auswirkung von Horrortrip und Trunkenheit. Und wir haben einen blauen Stab gefunden. Wie cool. 25. Ich glaube, das Problem ist, wir haben keine Identifikationsschriftrollen. Das macht es natürlich ein bisschen schwerer. Wir nehmen auf jeden Fall den blauen Stab und wir nehmen das mal mit. Altes Buch über Heilmittel. Verfasst von Dwert dem Heiler. Ein altes Buch über Kräutermedizin, gefüllt mit prägnanten, aber nützlichen Notizen über die Kräuterkunde von Aldor. Lesen. Minzwurzel. Ah, okay. Wir müssen das so lesen, oder? Breitwegerich. Dieses Unkraut wächst auf den Feldern, in Dörfern und an Straßen und an vielen anderen Orten. Obwohl es so weit verbreitet ist, kann es auf vielen verschiedenen Arten verwendet werden. Sogar Bauernkinder sind sich seiner Heilwirkung bewusst und tragen seine Blätter bei jeder Gelegenheit auf kleine Wunden und Prellungen auf. Ah, hier können wir nochmal nachlesen, was die einzelnen Kräuter könnten. Schade, ich habe gehofft, dass wir irgendeine Fähigkeit lernen. Oh, ein Rucksack! Können wir da Dinge rein verstauen? In den Rucksack? Wo ist er? Med? Rucksack. Alter, wie viel... Verstauen von Gegenständen. Öffnen. Oh ja, aber er hat... Ja, okay, er nimmt... Ach, können wir den... Ah, okay. Wir können den Mantel ausziehen. Können dafür den Rucksack nehmen. Weil prinzipiell, jetzt mal ohne Scheiß, der kostet uns zu viel Platz, wie wir hier wieder zurückbekommen, kostet uns der Rucksack im Inventar. Med? Haben wir schon keinen Platz mehr. Ist jetzt schon was im Rucksack drin? Ja, der Mantel. Okay, hier können wir... Okay, ist zu groß. Das hier würde reinpassen. Genauso wie das hier reinpasst. Den Steinpilz können wir eigentlich an und für sich essen. Todeskappe. Hunger minus 1, Vergiftung 100%. Tschüss. Den können wir uns schon mal reinziehen. Den können wir uns schon mal reinziehen. Der Fliegenpilz kommt auch weg. Und das Heilzeug kann hier noch rein. Okay, wir haben unseren ersten Rucksack gefunden. Okay, man muss die wohl finden und kriegt die nicht einfach so. Zusätzlich haben wir einen Stab gefunden. Todesrappe breitwegerig. Cool. Sehr, sehr cool. Einsiedlerhütte. Todeskappe. Das heißt, es lohnt sich, diese besonderen interessanten Orte zu untersuchen. Wisst ihr was? Wir gehen gleich zum nächsten. Aber hier, ich habe eigentlich gehofft, dass wir ein paar Gegner finden, aber das sieht eher schlecht aus. Aber ich würde es tatsächlich dann für die Folge, glaube ich, lassen. Und das ist dann erstmal die letzte Folge von Stone Shard. Was ich als nächstes tatsächlich bei PP Gaming angezockt bringe, weiß ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, wann. Ach, guck mal, ein Häschen. Könnten wir, Oh. Feindlich, ebenbürtig. Ah, sehr schön. Ebenbürtige Gegner, aber ich glaube, das sind auch wieder drei. Vollstrecker ist feindlich.
Was war das denn? Ah, guck mal, den hier treffen wir. Okay, es sind zwei, das geht ja noch. Bär wurde entdeckt. Na super. Die sind ganz schön schnell. Au. Ach, der hat, weil er ein... Okay, beide tot. Okay. Das war jetzt nicht so toll. Und wir bluten schon wieder. Und wir sind am Rumpf verletzt. Benutzen. Jo. Hunger, Durst, Energie. Wir hauen uns mal noch einen Apfel rein. 20 Stichschaden, 2 Schmetterschaden. 3 Kronen. Können wir an der Blutung eigentlich draufgehen, wenn wir die jetzt nicht behandeln? Oh nee, sie hat schon wieder aufgehört. Okay, wir müssen uns jetzt erstmal wieder regenerieren. Unten war ein Bär. Gut, dass der nicht noch mit in den Kampf reingegangen ist. Okay, wir sind jetzt hier. Also wir müssen geradeaus durch den Wald noch durch. Wir können übrigens auch ruhen. Das funktioniert auch ganz gut. Um unsere Energie wieder aufzufüllen. Und um insgesamt wieder zu heilen. Wir heilen insgesamt wieder, aber wir heilen echt langsam. Unser Rumpf ist sehr beschädigt. Bräuchte noch breitwegerig oder sowas. Das mit den Sicherheit mit den ganzen Kräutern und so. Sich mit den ganzen Kräutern. Anfug. Sich mit den ganzen Kräutern halt reinzufinden, wo brauche ich was und so weiter. Ist cool gemacht. Ist auch realitätsnah, würde ich es mal nennen wollen. Ist allerdings leider auch verdammt kompliziert. Also so einfach irgendwie Bandagen zu haben oder einen Heiltrank zu haben und so weiter, macht halt das ganze System einfacher. Was jetzt nicht. Eicheln. Was jetzt aber prinzipiell meiner Meinung nach nicht so verkehrt eigentlich an und für sich ist. Essen. Essen. Ich weiß nicht, ich finde es zu kompliziert. Aber abartig viel Potenzial sehe ich in diesem Game. Und ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. Und ich werde es definitiv, sobald ich erfahre, dass das Spiel aus der Beta draußen ist, oder ein weiterer Patch dann da ist, würde ich es auf jeden Fall nochmal spielen wollen. Und dann richtig. Ah, guck mal, hier ist ein Brunnen, da können wir beispielsweise trinken. Hexenhütte, neue Location entdeckt. Wasserschlauch auffüllen. Eine Hexenhütte. Aber auch scheint auch verlassen zu sein, oder? Ah, guck mal, 2 Kronen. Bitterklee, hier ist nichts weiter zerstörbar. Cool, man könnte, glaube ich, sogar die Hütte abfackeln. Ist da eine Hexe drin? Oh ja. Ah, okay, wir können aber nur mit ihr reden. Hexenhütte. Also es gibt halt auch viel schon zu entdecken tatsächlich. Säcke, Fässer, Kisten, Schrank. Gucken wir mal. Walda. Ah, da bist du endlich. Ich wusste, dass du kommen würdest. Früher oder später. Wer bist du? Das ist egal, Schätzchen. Egal. Im Moment bin ich nichts weiter als unglücklich und alt. Aber ich muss eine großzügige, einladende Gastgeberin sein. Nur, dass ich ein paar Vorräte versteckt habe. Unterhalte eine alte Frau. Trink etwas. Sehr gut, ich schätze, ich könnte etwas vertragen. Danke, aber ich glaube, ich verzichte. Ich habe Angst. Ich verzichte. Oh, wir enttäuschen. Nun, dann sei es so. Ich werde dir diesmal nicht böse sein, aber ich empfehle dir nicht, in Zukunft auch so stur zu sein, Schätzchen. Ich werde es ganz sicher in Betracht ziehen. Na dann, sei nicht schüchtern. Fühl dich wie zu Hause. Ich brauche diese Dinge nicht mehr. Gähn. Fühle mich schläfrig. Das Alter. Das Alter, das Alter. Ich war früher so hübsch, so jung, so jung. Ich auch. was? Ah, du bist es wieder. Bis später. Okay. Ah, cool, können wir dir Hexenhut. Was? wir können die jetzt komplett ausräumen, oder was? Okay, es lohnt sich definitiv, hier vorbeizuschauen. Cool. Die Kette ist auch Reizzahnamulett. Resistenz, Natur... Crit-Chance, Konter-Chance. Ja, das ist auch besser. Kamm. Alter. Ein Hexenhut. Geometrische Abhandlung Band 3. 800 wert. Identifikations... Ja, eine Identifikationsschriftrolle. Hexenstab. Gewöhnlicher Stab. Schmetterschaden, Arkanschaden, Unheiligschaden. Sionischer Schaden. Was immer das sein soll. 1400 bringt das Ding.
benutzen. Stetiger Heilerstab. Zwei Heiligschaden. Geil. Blockchance plus 5, Feuerschaden plus 2. Gesundheitsregeneration plus 2%, Heilungseffizienz plus 20%. Krasser Stab. Voll das geile Zeug hier. Unser Stab ist nichts wert. Der hier ist voll viel wert, der Hexenstab. Wie geil. Und wir können die hier komplett ausräumen. Ich meine, die hatten uns ja angeboten, dass wir sie komplett ausräumen. Dann machen wir das auch. Entzaubern-Spruchrolle. Blutegel. Heilungseffizient. Nehmen wir mal mit. Und hier unten sind auch noch Fässer. Okay, es lohnt sich... Ah, und Lumpen, sehr schön, gegen Blutung. Es lohnt sich definitiv, hier vorbeizuschauen bei den einzelnen Leuten. Also bis jetzt haben wir nur Glück gehabt. Cool. Haben wir das auch noch gesehen? Wir haben sogar einen coolen Stab bekommen. Ich würde aber auf jeden Fall noch zurückgehen. Das heißt, wir machen jetzt am besten einen auf 1. Wir gehen hier geradeaus durch. Es dürfte eigentlich auf dem Weg keiner kommen. Hm, vielleicht Hexenzirkel der Schlangen. Der Hexenzirkel der Schlangen. Okay, wir werden der wahrscheinlich auch nochmal irgendwie Quest kriegen, denke ich mir. Wir gehen jetzt aber einmal zurück. Wenn ich jetzt immer geradeaus laufe, dürfte mir keiner entgegenkommen. Das heißt, wir gucken mal. Der Mondhexenzirkel oder der Dornenhexenzirkel? Hm? Wieso reden wir jetzt dauernd über Hexenzirkel? Da liegen noch meine Leichen. So, wir haben übrigens Nacht. Hm, mein vorheriger Besitzer war schlauer. Ach, das ist der Hexenhut, der uns hier zulabert. Ach, wie cool. Ehemaliger Kopfbedeckung. Er ist alt und verstaubt. Aus irgendeinem Grund möchtest du ihn aber aufsetzen. Ach, cool, der redet die ganze Zeit mit uns. Das ist schon geil gemacht. So, jetzt sind wir hier wieder. Das heißt, wir müssen jetzt einmal dann nach oben gehen. Ah ne, wir sind erst bei der Hütte. Wir müssen nur eins weiter. Ich würde gerne ins Dorf. Ich würde tatsächlich noch speichern, falls wir dem ich einziehe, oder falls... Hofft auf das Beste. Okay, das waren wir jetzt. Das ist cool, dass er... Sogar der Hut spricht mit uns. Also diese Detailverliebtheit ist schon mega. Des Games. Also ich feiere es tatsächlich. So, jetzt sind wir hier. Wenn wir jetzt geradeaus... Ah, hier. Wir gehen hier geradeaus nach oben, dann kommen wir am schnellsten hin. Aber es können nochmal Gegner auf dem Weg sein. Das heißt, vielleicht ein bisschen kleinere Schritte gehen. Nicht so. Man könnte auch von den Gegnern, glaube ich, weglaufen einfach, wenn man die Karte dann verlässt. Also ich muss mich nicht mit jedem anlegen, aber wenn sich jemand mit mir anlegt, lege ich mich auch mit ihm an. Da bin ich schmerzfrei. Wir gehen jetzt ins Dorf, ich möchte speichern. Dann sollte ich tatsächlich noch weitere Folgen machen. Also wie gesagt, wenn die Dinger dementsprechend gut bei euch ankommen, das sehe ich ja dann, bin ich auch gerne bereit, noch ein paar Folgen nachzulegen. Gerade ein bisschen Karte erkunden und so weiter. Das macht auch Fun. Und vielleicht noch mal das Dorf dann komplett auseinandernehmen. Aber ich würde es vorziehen, das in der Vollversion dann zu tun. Eine schwierige Wahl. Hexenhut. Und nochmal richtig geile Items auch gerade gefunden. So, hier ist der Weg. Wir sind jetzt hier. Wir müssen jetzt immer noch geradeaus. Und dann kommen wir beim Dorf an. Was denn, ist hier nichts los? Es wird echt dunkel. Ah, und wir kriegen Hunger. Was aber nicht weiter schlimm ist. Notfalls, wir hätten nur eine Wurst, die wir reinbeißen können. So, jetzt sind wir wieder im Dorf, oder? Genau, jetzt sind wir wieder im Dorf. So, wir gehen in die Taverne. Ja, wir können mal beim Schmied nachgucken. Wir haben ja zumindest eins von seinen Teilen, die er haben möchte, haben wir ja. Aber ich glaube, der ist auch pennen. Kann das sein? Ich glaube, die haben ja tatsächlich Tag-Nacht-Rhythmus. Das ist Schmied. Elm. Ah, ne, der Schmied ist hier unten. Er ist aber tatsächlich... Ja, der ist Penn. Okay, ne, wir gehen zurück. Wir machen die Folge auch ein bisschen kürzer. Die anderen Folgen gingen ja immer 30 Minuten lang. Die würden ein bisschen kürzer sein. Wir werden speichern. Geht nicht? Ich muss erst den Gastwirt bezahlen. Ach, wie jetzt? Komm her. Brooke. Ah, hier schläft der Gastwirt. Oh, wieso konnte ich vorhin speichern? Okay. Ich konnte das andere Mal konnte ich speichern oder kann man nur zweimal speichern? Das heißt, ich muss jetzt ruhen, bis Tag ist, oder was?
Ich würde gerne hier übernachten. Erlaubst du? Ah, okay, ich kann sie bezahlen. Ach so, einen Tag. Okay, eine Woche, zwei Wochen. Es geht tatsächlich nach Tagen. Wobei mir ein bisschen, was mich ein bisschen stört, dass ich hier keine, ich hätte gerne da eine Übersicht, eine Uhr hätte ich gerne. Ich hätte gerne eine Uhr, dass ich sehe, wie, wo, was, wie spät es ist, welcher Tag ist heute. Das fehlt mir ein bisschen. Okay, also, halten wir fest. Ach komm, wir gehen schnell noch zum Schmied. Das machen wir noch. Zum Schmied will ich schnell noch. Das kriegen wir noch hin. Boah, was ist jetzt hier los? Voller Nebel. Ah, guck mal, da kommt er schon. Ah, er hat eine Frau. Der Schmied. Ah, nee, warte mal. Nicht verkaufen. Wie wär's mit, nach welcher, aber, welche Neuigkeiten, was verkaufst du? Wie wär's mit einem Schwätzchen? Geht das nicht? Leb wohl. Wir haben doch. Alchemie-Apparatur. Die gibt ich ins Gewölbe. Besorge alte Fachions und Kampfhackmesser. Hab ich doch. Kampfhackmesser habe ich. Wenn ich das dem jetzt hier verkaufe. Kampfhackmesser. Boah, 200 bringt das Ding. Heugabel. Auch nicht schlecht. Unbekannt. Was mir hier fehlt, ist tatsächlich halt irgendwie... wo kriege ich Identifikationsschriftrollen her? Das ist mir gerade noch ein Rätsel. Und wenn ich das jetzt hier... Besorge Fachion und Kampfhackmesser. Ich glaube, ich hätte das behalten müssen tatsächlich. Und hätte noch so ein Fachion gebraucht. Was ich wahrscheinlich definitiv auch falsch ausspreche. Ja, okay. Nichtsdestotrotz, das war's für das war's erstmal mit Stoneshard. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Game. Ich habe tatsächlich Spaß gehabt. Wie gesagt, ich werde es definitiv spielen, wenn die Beta vorbei ist. Beziehungsweise, wenn dementsprechend die es euch gefällt, das sehe ich dann anhand der Klickzahlen. Würde ich auch nochmal nachlegen, dann können wir uns auch ein bisschen näher umgucken. Gerne einen Kommentar da lassen, gerne abonnieren, falls noch nicht geschehen hat. Verpasst ihr nämlich auch nichts mehr. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Let's Play dann wieder oder beim nächsten PP Game angesockt. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Gerne mal bei einem Livestream vorbeischauen. Immer mittwochs, freitags und sonntags, also dreimal die Woche. Jeweils um 19.30 Uhr oder am Freitag um 20 Uhr. Gerne mal vorbeischauen. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer PP Gaming. Macht es gut.